stark gespielt. Genau, das ist natürlich eins der... Dann sagt ihr oft, das ist immer eine 50-50-Entscheidung, aber das war schon relativ klar, fand ich. Ja. Erklärt es ihnen, akzeptiert es. Gute Kommunikation. Ja, und Tim Mast scheitert an Appelgren. Oh, oh, oh. Ja. 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 Wirklich ein tolles Tor. Ja, auch ein tolles Tor. Ja, das war nicht minder schlechter. Genau, da wurde bekannt, ne, dass er zu der frisch auf Göpping wechselt am Ende der nächsten Saison. Ballgewinn von Zacharias und da läuft der Express. Und ja. Ja, selber Spielzug nochmal, wie gerade. Ja. Und dann mal auf den Punkt gespielt, den Block des Außens genutzt. Das, ja, wir hatten ja jetzt Tusem lange kein Linkshänder dabei und jetzt das hat Jonas Ellwanger dann auf halb rechts echt gut gelöst. Ah, super Pass. Aktives Außenverteidigen hat, Ballgewinner hat oder auch den Gegner stört. Oh, jetzt geht oh. Ja, vielleicht war er zu überrascht. Das ja, da ging aber 2021. 2002 ist er geboren, ja. Genau, dann ist er 21. Da kann man auch mal hochprozentig trifft. Wieder gute Antwort von den Löwen, finde ich, über Niklas Kierkelöcke. Kohlbacher war da wieder frei, aber wurde zu spät gesehen. Ja. Aber... Oh! Ja, da geht ein Raun durch den Sport. Ja, den kann man so gelten lassen, ne? Kann man so. Ja, aber finde ich gut, dass Jonas Kemper sich da auch nochmal den Wurf nimmt. Natürlich